Freunde, die Masken sind endlich gefallen. Da war der Luder schon wieder da. Du warst für eine Schlampe wieder. Der Schlampe? Das hat mich so schockiert. Aha Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Reminder. Ich bin morgen um 17 Uhr auf Sat.1 bei Klinik am Südring die Familienhelfer zu sehen. Heute begann die Show mit einem Live-Einblick in die Villa, wo verkündet wurde, dass sie nun alle auf der Baustelle wohnen müssen. Und erstaunlicherweise waren sie sehr darüber erfreut. Catherine ist zutiefst enttäuscht, dass der Moderator Jochen nicht auf Frauen steht, denn die beiden flirten ja immer so schön. Der mir immer ein Kompliment gemacht hat, wenn ich gekommen bin. That's what she said! Dich habe ich überhaupt nicht erkannt mit der Schminke und dem Lippenstift. Ja, ich habe echt noch nie ein besseres Kompliment gehört. Alfonso hat sich auch eine eigene Meinung dazu gebildet und versteht nicht, warum sie sich so verhält, wenn sie ihr altes Image ablegen will. Da war der Luder schon wieder da. Du warst für eine Schlampe wieder. Der Schlampe? Das hat mich so schockiert. Diese Aussage verletzt sie und sie geht stark davon aus, dass er sie wieder nominieren wird. Sie reden aneinander vorbei und die Zusammenfassung des Gesprächs sieht so aus. Du bist eine Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. Ich weiß noch nicht so recht, auf welcher Seite ich sein soll. Tendiere aber zu Alfonso wegen der kindischen Aktion von Catherine gestern. Auf wessen Seite seid ihr? Team Alfonso oder Team Catherine? Um Coins zu sammeln, wurde für die Challenge eine Europalette vorbereitet. In dieser steckten Nägel und man musste mit seinem Hüftschwung versuchen, einen Apfel dran zu pinnen. Oh ja! Danach wurde auf der Baustelle aufgeräumt, denn ohne Mama Wolny ist das alles etwas unordentlich geworden. Okay. Und dann ist es passiert. Alles gut, beruhigt euch, es sieht dramatischer aus als es ist. Es ist nur eine kleine Wunde am Finger und Krankenschwester Catherine hat einen Liter Desinfektionsmittel drüber gegossen. What's up, ey? Seit Tagen geiern die Bewohner ja auf das Burger-Menü im Coin-Automaten und deswegen dachte sich Big Brother, gebe ich ihnen mal noch eine Chance. Den Kandidaten wurde eine große Kiste gegeben, um die 1000 Schlösser gebunden waren und sie mussten von 1000 verschiedenen Schlüsseln rausfinden, welche zu dem Schloss passen. Das Ganze wiederholte sich dann nochmal, weil sich darin noch eine Kiste und noch eine Kiste befand. Meine Challenge- und DL-Beschreibungen werden jedes Mal besser. Und falls ihr jetzt denkt, wow, ich muss eindeutig mehr von solchen Spielbeschreibungen hören, dann checkt doch meine anderen Promi Big Brother Videos hoch. Ich verlinke meine Playlist hier irgendwo und in der Infobox. Und um kein neues Video zu verpassen, könnt ihr nun kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich frage mich, wer denkt denn die Spiele einfach so aus? Hier, bitte nehmt mich für die nächste Staffel. Hier sind ganz viele fiese Challenge-Ideen drin. Das ist jetzt offiziell meine Bewerbung an Sat.1. Schiedsrichter wäre auch ganz nice. Oder Moderation. Stop it. Geh zum Herrn. Alfonso konnte es während der Challenge nicht lassen, Catherine zu dissen. Ich bin nicht behindert oder so, nur weil ich die Schlüssel da verdoppelt getestet habe. Du bist ein Bleibblond. Schließlich schafften sie die Challenge auch und das Burger-Menü wartete auf sie. Nur gab es da ein kleines Problem. Sie sind ja 4 Leute, es gab aber nur ein Burger-Menü. Sie haben es freundschaftlich geteilt und dann ging das große Essen los. Die arme Catherine hat mittlerweile nur noch eine einzige Freundin auf der Baustelle. Das Huhn Erika. Die Kandidaten mussten in der Sprechkabine die Frage beantworten, wem sie denn den Sieg am meisten gönnen. Und außer sich selbst wurden am meisten Johannes und Alfonso genannt. Beim Duell gab es heute eine Premiere, denn Silvia trat zum allerersten Mal an gegen Alfonso und der Gewinner hat einen ganz besonderen Preis bekommen. Bei der Nominierung für die Exitliste zählte die Stimme des Gewinners doppelt. Die beiden mussten sich Hühnerkostüme anziehen und ein Ei von einer auf die andere Seite bringen. Das war aber nicht ganz so einfach, da die Bahn total glitschig war und sie währenddessen noch von Füchsen mit schweren Säcken abgeworfen wurden. Alfonso hat schon sein erstes Ei in der Hand. That's what she said! Alfonso gewann das Duell und somit zählte seine Stimme doppelt. Am Ende musste zwischen Cora und Catherine entschieden werden und es musste Cora gehen. Ich finde es zwar schade, dass Cora gehen muss, weil sie eigentlich ganz nett war, aber mit Catherine ist die Konfliktchance höher. Und das ist doch alles, was wir wollen. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten tschüss!